Also, hallo, heute geht es ans Verschulen der Königinnenzellen. Und der Nachteil, wenn man das kurz vor dem Schlupf macht, ist, dass die Bienen die Zellen zubauen können. Das machen sie gerne bei langanhaltender Tracht, in dem Fall noch starke Brombeertracht. Da gibt es aber einen Trick, wie man den Wildbau entfernen kann. Dazu habe ich einmal hier eine Bienenwachskerze und ein scharfes Messer. Genau, und dann nehme ich einfach hier in die linke Hand den Smoker und in die rechte Hand das Messer und mache das Messer einmal heiß. Das sollte reichen. Und dann lasse ich die Biene ein bisschen weg und mache jetzt hier einen operativen Schnitt. Die Zellen sind sehr fest. Das bedeutet, das Messer gleitet schon automatisch durch das weiche, frische Wachs und beschädigt die Zellen eigentlich nicht. Also man sollte natürlich vorsichtig sein. Jetzt mache ich es nochmal heiß, um auch die zweite Weißelzelle zu befreien. Und dann noch einmal für unten. Sollte es reichen, dass ich den Käfig aufsetzen kann. Da nehme ich jetzt meinen Verschulungskäfig. Ich verwende das Nicot-System, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Und jetzt hole ich mir als erstes ein paar Begleitbienen. So zwei, drei. Mache ich die vorsichtig da rein. So, jetzt sind drei Stück drin und dann schüttel ich die einmal kurz runter. Und ich habe mir das hier schon so schräg gestellt, damit ich da besser dran komme. Und dann ganz vorsichtig drehen, damit, falls sich noch Bienen drauf befinden, dass die sich befreien können. Und mit sanftem Druck schiebe ich das dann nach oben. Und mit dem zweiten genauso. Einmal Begleitbienen sammeln. Und dann auch wieder vorsichtig. So. So sieht es also aus, wenn alle Königinnenzellen verschult worden sind. Bisher sieht es immer noch gut aus. Es wurde keine weitere Zelle ausgebissen. Bis eben auf die, die eh nicht angenommen worden ist am Anfang. Und ich hänge die Zuchtlatte jetzt so wieder rein. Es war also bisher warm genug für die Königinnen. Und spannend wird es jetzt aber in zwei Tagen, wenn die Königinnen schlüpfen, ob es ihnen auch gut geht. Soweit. Hallo zusammen, heute ist der große Tag. Jetzt geht es darum, die Bienen in die Kieler Begattungskästchen aufzuteilen. Die Königinnen sind geschlüpft und so wie es aussieht, sind so gut wie alle geschlüpft. Werde ich gleich nochmal direkt schauen. Ich habe gestern schon mal reingeschaut, da sind die ersten schon mal geschlüpft. Und erstmal großes Dankeschön für die vielen, vielen Tipps und die Erfahrungen, die ihr mir habt zukommen lassen und auch noch mal ein ganz großes Dankeschön für das Video von Dirk von Pirate Bee. Wer es noch nicht gesehen hat, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich das mal anzuschauen. Ich konnte sehr viel davon mitnehmen und habe auch schon vieles umgesetzt jetzt. Ich habe nämlich jetzt hier meine Kästchen schon vorbereitet.
Zu meinen Vorbereitungen gehören, dass ich einmal die Folie hier angebracht habe. Außerdem habe ich die Futtertaschen gefüllt mit etwa 500 Gramm Futterteig. Und ich habe jetzt hier, dass die Bienen da nicht so reinlaufen in das Futter, so eine Bubblefolie drüber gelegt, dass sie sich am Rand das Futter holen können, aber eben nicht verklebt werden. Das war jetzt einfach mal so meine Lösung. Außerdem werde ich zum Befüllen die Kästchen alle auf den Kopf drehen und tatsächlich, wie der Hersteller es vorgesehen hat, von unten befüllen, um sie dann zuzuschieben und dann hier über das Loch die geschlüpfte Königin einlaufen zu lassen. Genau, was fehlt noch? Kellerhaft mache ich nicht, weil ich ja die gleichen Bienen verwende aus dem Sammelbrutableger. Von daher ist es nicht vonnöten. Außerdem habe ich hier so einen Hobok-Eimer vorbereitet mit einer glatten Oberfläche. Da werde ich nachher die Bienen aus dem Sammelbrutableger erstmal reinklopfen und sammeln. Und ich habe auch eine Wasserflasche, damit ich die ein bisschen besprühen kann, dass die nicht so auffliegen. Und so als Maßstab nehme ich eine Kaffeetasse voll, um die Bienen dann rauszuholen und zu befüllen. Also wir sind jetzt gerade schon live dabei. Ich muss hier sehr schnell arbeiten, daher konnte ich jetzt nicht alles Step by Step zeigen. Ich habe jetzt hier den Eimer mit den Bienen, mit dem letzten Rest. Man muss auch immer aufpassen, dass man nicht zu viel Wasser drauf sprüht, weil die sonst unten ertrinken. Und hier etwa die Menge in der Tasse, die ich dann in das Kieler Begattungskästchen reinfülle. In dem Fall ist das hier schon gefüllt worden. Und dann mache ich das auch wieder zu. Hier auch vorsichtig, dass man die Bienen nicht quetscht. Also die Schieber gehen schon etwas schwerfällig, aber wenn man ein bisschen Übung hat, geht's. Ich habe jetzt alle 20 Kästchen befüllt und der nächste Schritt ist dann, dass ich die Königinnen zusetze. So, hier habe ich jetzt meine geschlüpften Königinnen. Ich gucke vorher immer einmal rein, aber die Zelle ist offen. Königin sehe ich auch. Das sieht gut aus. Die lege ich mir dann einfach schon mal bereit und dann arbeite ich die nach und nach ab. Jetzt heißt es hier ganz vorsichtig diesen Näpfchenhalter lösen und sofort den Finger drauf machen. Und dann schiebe ich das hier auf. Und auch hier wieder gucken, keine Biene zu quetschen und stecke das einfach rein. Und lass der Königin Zeit, reinzulaufen. Das gleiche hier nochmal. Königin ist da. Ich sehe sie ganz eindeutig. So. Noch einmal. Und nochmal der Check. Ja, ist da. Die Zelle ist auch offen, da kann man auch nochmal gucken. Ja. Nichts mehr drin, also müsste sie ja auf jeden Fall im Käfig sein. So, jetzt. Und so, eine Begleitbiene ist entwischt, aber das macht nichts. Sind ja jetzt Bienen da. Solange die Königin nicht wegfliegt, ist alles super. So, alle Begattungskästchen wurden mit Bienen gefüllt und mit Königinnen bestückt. Es sind von den Königinnen bis auf zwei alle geschlüpft. Die übrigen Bienen, also die übrige Bienenmasse und die übrigen Königinnen habe ich noch auf Viererboden aufgeteilt. Die Kieler Begattungskästchen habe ich schon geöffnet, also die Bienen können ein- und ausfliegen. Und ich habe auch schon gesehen, wie die Bienen sich sofort über den Futtertag hergemacht haben. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. So, hallo, ich bin wieder bei meinen kleinen Begattungskästchen. Es ist jetzt ein paar Tage später und ich wollte mal schauen, wie es ausschaut. Es hatte sich am Tag des Befüllens leider schon gezeigt, dass sich eventuell Bienen auch abfliegen. Das war jetzt tatsächlich der Fall, dass von 20 Kästchen haben sich zwei abgeflogen. Liegt einfach eventuell daran, dass die ganzen Kisten, das ganze Material einfach noch neu ist und kein Bienengeruch dran war, so dass sie das nicht annehmen wollten oder dass einfach andere Jungköniginnen attraktiver waren.
Genau, jetzt wollte ich einfach mal mit euch zusammen noch reinschauen. Ich habe diese zwei, die sich abgeflogen hatten, gleich sofort, als ich es am nächsten Tag bemerkt habe, neu befüllt. Der Zufall wollte es so, dass schon aus der zweiten Zuchtserie Königinnen bereits geschlüpft waren und so konnte ich die direkt neu bestücken. Ich hatte aber leider, weil es eben spontan war, dann das Material nicht dabei, so dass ich das alles ein bisschen improvisiert habe und es einfach ohne Tasse gemacht habe. Genau, ich habe das für euch aufgenommen, könnt ihr euch anschauen. Jetzt wollen wir mal in ein Kästchen reingucken, wie es ausschaut. Die Bienen haben jetzt schon bereits die ersten zwei Oberträger bebaut. Und also hier kann man das gut sehen, dass sie da schon dran sind. Ich öffne jetzt extra das Kästchen nicht, weil ich die nicht weiter stören möchte. Die sind wahrscheinlich noch nicht begattet, aber für die nächsten Tage ist tolles Wetter angesagt. Ich denke, das wird sehr schnell gehen. Sie haben auch das Futter schon angenommen und sind fleißig am Fressen. Und das mit der Folie hat sich jetzt tatsächlich sehr gut bewährt. Die gehen von der Seite rein. Es ist keine verklebt. Keine läuft irgendwie in das Futter direkt und kommt nicht mehr raus. Also das hat ganz gut geklappt. Genau, und jetzt schließe ich die wieder. Ich will die gar nicht weiter stören. Das war also jetzt so meine erste Erfahrung mit den Kieler Begattungskästchen. Jetzt wird es natürlich spannend, ob alle Königinnen auch wirklich begattet werden. Nochmal herzlichen Dank für die vielen Tipps. Ich habe jetzt auch schon so ein bisschen was im Hinterkopf, was ich beim nächsten Mal anders machen werde. Das war jetzt einfach das erste Mal, aber ich finde, davon ist es doch, also dafür ist es eigentlich sehr gut gelaufen. Genau, jetzt schauen wir mal, was noch kommt. Tschüss!